Ihr wollt doch nicht eure ganzen Fotos verlieren, oder? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Florian Eiser-Mann TV. Heute möchte ich mit euch über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen, und zwar macht doch bitte ein Backup von euren Fotos. Also am besten vom ganzen Rechner, aber wenn euch eure Fotos lieb sind, dann macht bitte ein Backup von euren Fotos. Ihr könnt sie nämlich nicht mehr wiederholen, wenn die Festplatte kaputt geht. Und die Frage ist nicht, ob eine Festplatte kaputt geht, sondern wann. Und deswegen sage ich in jedem Workshop, den ich gebe, dreimal mindestens macht eine Sicherheitskopie von euren Bildern. Ich habe schon von einigen gehört, die mehrere tausend Bilder verloren haben, weil die Festplatte kaputt gegangen ist und die Sicherheitskopie immer rausgeschoben haben. Also, tut euch einen Gefallen. Hier, es gibt auch so kleine 2,5 Zoll Festplatten schon mit einem Terabyte für relativ kleines Geld. Die sind super portabel, nehmen keinen großen Platz weg. Und damit könnt ihr einfach Backups von euren Bildern machen. Gerade wenn ihr Mac habt, Time Machine, das ist ein No-Brainer. Ihr braucht nichts tun, ihr müsst nur die Platte auswählen und der Rechner macht alles. Ich glaube, sowas Ähnliches gibt es bestimmt für Windows auch, wo man einfach nichts mehr tun muss. Tut euch den Gefallen. Ihr werdet euch sonst ärgern, wenn alle Bilder weg sind. Stellt euch vor, ihr seid eine Woche im Urlaub, kommt wieder, habt alle, keine Ahnung, 1000 Bilder sortiert, 500 Stück bearbeitet davon, was weiß ich. Und nach einem Jahr wollt ihr nochmal darauf zugreifen und zack, Rechner kaputt, Platte kaputt, es geht gar nichts mehr. Und dann ärgert ihr euch richtig und habt keine Erinnerung mehr an den schönen Urlaub. Also nehmt ein bisschen Geld in die Hand, lasst es 100 Euro sein für so eine Festplatte. Und sichert eure Daten. Bitte tut es. Das war jetzt das Wort zum Freitag sozusagen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch in den Kommentaren mir was hinterlassen, ob es euch schon mal passiert ist. Sind euch schon mal alle Bilder abhanden gekommen? Oder hattet ihr Glück, weil ihr ein Backup hattet? Ich muss sagen, ich habe zum Glück noch keinen Pech gehabt, dass alle Bilder weg waren. Weil ich immer ein Backup hatte, aber auch eine Festplatte ist bei mir, glaube ich, noch nicht kaputt gegangen, wo kritische Bilder drauf waren. Ich glaube, einmal ist mein Rechner, also die Systemfestplatte, kaputt gegangen, wo keine Bilder drauf waren, aber von der hatte ich auch ein Backup und da hatte ich Glück. Ja, in diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Abonniert am besten meinen Kanal, dann kriegt ihr sofort die Info, wenn ein neues Video online ist. Und bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und bis zum nächsten Mal. Bye. Florian Eiser-Mann TV.